Hier legen Kunden selbst Hand an. Wir besuchen den weltweit ersten SB-Friseursalon in Bottrop. Die Idee kam mir an der SB-Tankstelle und da dachte ich mir, das kann ich auch. Und das, ohne was zu können. Wir schauen uns das genauer an. Die Kunden sind jetzt schon begeistert vom Konzept des Selfmade-Millionärs. Hi. Was geht? Einmal Haare schneiden? Ja, bitte. Dann einmal auf die zwei. Super. Einmal wie immer? Ja. Dann mach mal. Boah, ich finde das klasse. Ich würde mir das wünschen, dass das in ganz Deutschland so ist, sich selber die Haare zu schneiden. Der Job ist ganz angenehm. Also ich tue quasi nichts und verdiene trotzdem einen Haufen Geld. Und das Beste, wenn es scheiße aussieht, ist der Kunde selbst schuld. Das Geschäft boomt. Zwischenzeitlich gibt der Kunden aber dennoch Bruder, Tipps. Warte. Hier, guck mal. Siehst du das? Da musst du noch mal, ne? Ja. Da fehlt noch ein bisschen. So, und du? Bist bereit? Jetzt geht's los, ne? Ein Erlebnis für Jung und Alt. Hier kann jeder Friseurmeister werden. Nach 3 Jahren als Kunde gibt es den Meisterbrief. Für den 8-jährigen Mats sind auch Dauerwellen heute kein Problem mehr. Hast du wie immer gut gemacht. Heute ist dein großer Tag, ne? Das weißt du. Geht ein Cowboy zum Friseur, kommt raus, Pony. Der war gut. Sauber, hast es geschafft, bitteschön.